Heute ist der Internationale Kinderrechtstag. Ein Tag, der für uns in der Stadt Bern, aber auch für mich persönlich sehr wichtig ist. Denn Kinder und Jugendliche sollen in der Stadt Bern mitreden und mitbestimmen können. Ich bin hier auf dem Pausenplatz der Heilpädagogischen Schule. Hier hat erst gerade eine Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen stattgefunden. Und hier wollen wir euch zeigen, was Kinder und Jugendliche zum Pausenplatz finden. Ich bin hier nicht alleine. Guten Morgen, Brahim. Wie alt bist du? Ich bin 13, ich bin auf der Oberstufe 7. Klasse. Wir sind hier auf dem Pausenplatz und du willst mir zeigen, was dir hier nicht so gefällt. Ganz genau. Hinter uns befindet sich der kleine Schuttplatz, wo man weder Basketball spielen kann, noch richtig shooten kann. Ja, ich glaube, das sehen alle, dass dieser Pausenplatz nicht so ist, wie sich das die Kinder und Jugendlichen wünschen. Es gibt noch ganz viele Wünsche von den Jugendlichen und von den Kindern, die sie an ihrem Pausenplatz haben. Und weil die heilpädagogische Schule von hier, von der Scharnerstrasse nach Bümplitz zügelt, wollten wir natürlich wissen, was die Kinder von ihrem neuen Schulhaus erwartet. Jetzt gehen wir zusammen schauen, was die Wünsche alles sind. Die Mitwirkung bei den Schulhäusern haben wir in der Stadt Bern schon seit mehreren Jahren in unserer Planung fix integriert. Und das ist jetzt auch so beim neuen Schulhaus der Heilpädagogischen Schule in Bümplitz. Auch hier dürfen die Kinder und die Jugendlichen mitwirken. Sie haben ihre Mitwirkung, die sie bereits durchgeführt haben, für uns Erwachsene gezeigt, was ihnen wichtig ist, was am neuen Standort muss umgesetzt werden. Denn sie haben hier das letzte Wort, was für Kinder und Jugendliche bei diesem Schulhaus muss vorhanden sein. Bei mir ist jetzt Valerie und der Aaron, zwei, die bei dieser Mitwirkung für das neue Schulhaus mitreden konnten. Valerie, was wünschst du dir beim neuen Schulhaus? Hühnerecke und Katzenecke. Eine Hühnerecke und eine Katzenecke. Schön. Hast du gerne Tiere? Ja. Und möchtest du auch noch etwas, wo man sich bewegen kann? Joggen, Schutten und Basketball. Joggen, Schutten und Basketball, cool. Und du, Aaron, was wünschst du dir für das neue Schulhaus? Okay, ich wünsche mir eine Schaukel und eine Rutschbahn und eine Minigolf-Anlage. Wow, ihr habt ja ganz konkrete Vorstellungen, wie der neue Pausenplatz aussehen soll. Das nehmen wir jetzt alles mit und werden das beim neuen Schulhaus in Bümplitz möglichst alles umsetzen. Ja, und wie geht es jetzt weiter mit dem Neubau von der Heilpädagogischen Schule? Die Johanna Dürst, sie ist Leiterin von der Heilpädagogischen Schule. Wie geht es jetzt weiter? Wir nehmen alle die Ideen der Kinder und der Jugendlichen nehmen wir mit. Wir haben ganz tolle Architekten und Landschaftsarchitekten, die all die Ideen hineinnehmen. Und was hat für euch jetzt die Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen bedeutet? Also zuerst mal ganz herzlichen Dank, dass wir dürfen mitmachen. Es ist natürlich für unsere Kinder unglaublich und Jugendlichen unglaublich schön, dass sie dürfen mitmachen, dass sie eine Stimme haben und dass sie merken, dass sie etwas bewirken können, also auch etwas bewirken in unserer Gesellschaft. Auch ich freue mich sehr über das Projekt, weil das ist das erste Mal, wo wir in der Stadt Bern Inklusion konkret bei einem Bauprojekt, bei einem neuen Schulhaus umsetzen können. Jetzt gehe ich noch zum nächsten Schulhaus, zum Spittelacher Schulhaus. Dort wollen wir schauen, was umgesetzt wurde von der Kinder- und Jugendmitwirkung, die sie vor 3 Jahren hatten. Wir stehen hier ganz an einem besonderen Ort der Stadt Bern, nämlich auf dem Schulhausdach vom neuen Spittelacher Schulhaus. Und das ist kein normales Dach. Es ist nämlich der Pausenplatz von der Oberstufe hier. Im Herbst ist hier der Schulbetrieb losgegangen. 3 Schülerinnen und Schüler sitzen bei mir. Wer seid ihr? Ich bin Tarina und gehe momentan in die 9. Klasse. Ich heiße Celeste und gehe in die 8. Klasse. Ich heiße Arun und gehe in die 8. Klasse. Vor 3 Jahren habt ihr alle mitgemacht bei dieser Jugendmitwirkung für das neue Schulhaus. Wie muss ich mir das vorstellen, wie die Jugendmitwirkung ist abgelaufen? Also, wir haben damals 4 Gruppen gemacht und haben dann Pläne erstellt mit verschiedenen Wünschen vom Schulhaus.
Wir hatten die Auswahl von mehreren Elementen, von Sitzmöglichkeiten und anderen Sachen. Dann haben wir auswählen, welche wir wollen. Und dann haben wir sie dort platzieren, wo wir sie haben wollen. Ja, das sieht ja richtig professionell aus, eure Pläne. Und wie seid ihr zufrieden, wie die der Architekt umgesetzt hat? Also ich bin sehr zufrieden. Ich finde es auch cool, dass wir sozusagen für die Oberstufe jetzt wie ein eigenes Schulhaus bekommen haben. Und auch, dass sie probiert haben, unsere Wünsche umzusetzen. Und ja, ich finde es cool. Und gibt es irgendetwas, was euch speziell gefällt auf diesem Pausenplatz? Also mir gefällt jetzt am besten, dass wir viele Spielmöglichkeiten haben, wie Schach, Mülli und Ping-Pong, sodass man ein bisschen zusammenkommt mit den anderen Mitschülern und Mitschülerinnen. Die Jugendmitwirkung hat hier auf diesem Dach sichtbare Spuren hinterlassen. Bei mir ist jetzt der Marcel Sali, der Schulleiter vom Spittelacher Schulhaus. Und ich möchte gerne wissen, wie habt ihr die Jugendmitwirkung bei diesem Neubau erlebt? Begeistert, kann ich nur sagen. Es ist sehr niederschwellig, unkompliziert, nicht etwa zeitintensiv. Und wenn man dann schlussendlich sieht, was das eine oder das andere sogar an neue Ideen hat gebracht und hat können umgesetzt werden, einfach wunderbar. Und was hat für euch die Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen für eine Bedeutung so im Schulalltag? Wir haben seit den Klassenräten fix installiert in der Stadt Bern. Wir haben Schülerinnen und Schülerräte. Jede Minute, die wir dort investieren, ist eine gewonnene Minute. Hier jetzt in diesem Projekt bringt sicher auch noch mehr Identifizierung zur Schule, für die Schule, als eigentlich eine Freude. Genau so stelle ich mir die Gestaltung der Stadt Bern vor. Alle Kinder und Jugendlichen sollen mitreden und mitbestimmen können. Denn schliesslich sind sie die Expertinnen und Experten von ihren Lebensräumen.